Ja, moin moin, ein Buch, was man sehr schnell inhalieren kann, so ging es jedenfalls von mir. Daniela Green, Der Brand, bietet Unterhaltung, liest sich unglaublich schnell, es ist ziemlich einfach geschrieben. Es werden viele Themen, auch moderne Themen, angeschnitten, aber es geht dann nie in die Tiefe. Das ist aber auch ein Clou des Buches, weil darum geht es eigentlich auch, weil wir hier ein Ehepaar kennen, die sich auseinandergelebt haben, beziehungsweise wo es in der Liebe nicht mehr so funktioniert. Rahel und Peter haben erwachsene Kinder und haben jetzt die Möglichkeit, Urlaub zu machen. Urlaub, sie wollen in die Berge, sie wollen wandern gehen, aber dieser Urlaub wird auch ihm missgönnt, weil das gemietete Ferienobjekt brennt ab. Eine Freundin, eine mutterhafte Freundin, die sie jetzt Kontakt herstellt, bietet an, dass die beiden auf deren Hof leben können, auch auf diesen aufpassen sollen, weil ihr Lebenspartner hat gerade einen Schlaganfall und ist in der Klinik. Der braucht also Betreuung. Das wäre der Hof alleine, das Vieh muss versorgt werden und der renovierungsbedürftige Hof soll halt dementsprechend auch bewohnt sein. Die beiden machen das. Sie gehen auf diesen Hof, aber auch gleich am Anfang merkt man, es gibt zwei Zimmer, die sie eigentlich zur Auswahl hatten, aber sie nehmen beide Zimmer. Das heißt, jeder nimmt sein Zimmerchen. Hier zeigt sich schon ziemlich die Diskrepanz. Also es sind einfache Bilder, die Daniela Green verwendet. Es sind einfache Metaphorik, sodass eigentlich hier vieles immer sehr schnell deutlich ist, man sehr schnell drin versinkt. Dann kommt noch die erwachsene Tochter hinzu, die auch sich immer irgendwie übergangen fühlt etc. Rahel und Peter selber sich durch einen Knall fast auseinandergelebt haben, weil Peter als Professor an der Universität halt auch einen Vorwurf sich stellen musste, weil eine Studentin von ihm sich nicht wirklich als mit ihrer Gentrifizierung einverstanden fühlte und dadurch einen Shitstorm ausgesetzt worden ist und er sich von seiner Frau, von Rahel, nicht den Rücken gestärkt gefühlt hat. Und da hat es angefangen, dass die Erotik, das alles ausblieb bei ihm. Und das ist etwas, was Rahel jetzt eigentlich wieder einfordert. Sie möchte wieder die Liebe, sie möchte wieder die Erotik in der Beziehung haben. Er aber mehr jetzt auf diesem Hof sich auch mehr den Tieren zuwendet, als wirklich auch das Gespräch zu ihr sucht. Und so kommt es zum Eklat, so kommen natürlich die Möglichkeiten, diese Beziehung auch wieder zu retten. Also ein einfacher Roman, aus dem man aber, wenn man möchte, mehr herausziehen kann, weil viele Themen halt angeschnitten werden, oberflächlich behandelt werden, es nie in die Tiefe geht, aber das ist ja auch wieder der Clou, was ja auch genau mit den Pärchen hier passiert. Also ein ziemlich schnell zu lesender Roman, in dem man sich ziemlich schnell einfinden kann, weil die Charakterisierung und die Beschreibung sind so gehalten, dass man ziemlich schnell eintaucht, Beziehung herstellt als Leser, Leserin und sich ziemlich schnell in diesem Buch wiederfinden kann und das auf sich wirken lassen könnte. Ich wünsche Ihnen erlesene Stunden. Bis bald. Hauke Harder von der Buchhandlung Arno Schmidt und dem Blog Leseschatz. Wer Lust hat, findet dort noch weitere Lesetipps von mir auf leseschatz.com. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.